Gut, Kontakte haben wir gezeigt. Schön ist zu wissen, dass auch dies eine Querztastatur verfügt. Gehen wir mal weiter, was wir hier noch finden. Nachdem wir hier in Kommunikation waren, sind wir jetzt in Unterhaltung, Kamera, Galerie, Dateien, Musik, Movie ist dann wahrscheinlich der Begriff für Filme. Nennt LG wahrscheinlich Haus aus schon so. Wir starten doch erstmal gleich die Kamera, um ein Foto zu machen. In diesem Fall erstmal eine ganz normale Kamera und fotografieren mal hier so ein altes N93 aus dem Jahre 2005. Und veröffentliche das Bild natürlich auf der Seite. Und wir gucken uns die Qualität an. Okay, der Autofokus meckert noch. Meckert immer noch. Machen wir ein Foto, indem wir es ein bisschen weiter schwenken. Okay, jetzt wo es uns grüne Signal gibt, hat ein Foto geschossen. Speichern tut automatisch. Mal gucken, ob er uns auch das Bild in der Horizontale automatisch anzeigt. Wie beim iPhone macht er nicht. Gut, das Bild werden wir definitiv veröffentlichen. Wir gucken uns einmal das Foto in der Galerie an, indem wir wieder auf Menü gehen. Unter Galerie gehen wir einfach mal rein. Finden dann. Gut, er hat jetzt automatisch schon geschwenkt. Wir finden dann so eine Art Zeitleiste, was echt cool ist, innovativ. Wir klicken das mal einmal an. Laden, sagt er hier noch. Ja, leider schwenkt er nicht mit. Doch, jetzt schwenkt er mit. Dauert ein bisschen nur. Dauert. Dauert. Okay, und jetzt klappt's. Also macht er schon, dauert nur, wie gesagt. Das Bild, wie gesagt, werden wir veröffentlichen. Könnt ihr euch die Qualität nochmal in Ruhe anschauen. Hier in der Kamera sieht man das ein bisschen schlechter. Wir gehen nochmal runter. Schauen uns die Grundfunktionalitäten an. Großartig gibt es, wie gesagt, nicht zu berichten. Schauen uns nochmal gleich das Internet an. Ich gucke mal, ob ein Track drauf ist auf das Telefon. Ich habe jetzt keinen drauf gespielt. Das hat nicht vorhanden. Gut. Da haben wir auch keine Elemente. Dann verschieben wir das auf nächste Mal, indem wir nochmal irgendwann euch einen Music Player Test zeigen. Spiele können wir uns einmal angucken. Spiele und Spaß, das ist dann links wahrscheinlich zum Internet. Sudoku und so ein Thompson and Touch. Versuchen wir das, was das ist. Eine Java-Applikation, wie man das sieht. Das Telefon glänzt aber auch zu sehr. Ich nehme einmal die Folie hier runter. Jetzt glänzt es noch mehr. Also halt so ein wirklich touchbasierendes Spiel. Beenden tun wir das einmal. Wir waren hier bei Unterhaltung. Gehen wir mal weiter. Anwendung, Vodafone Live, Navigator, Wecker, Organizer. Den schauen wir uns am besten mal einmal an. Dann Kalender, Monatsansicht wahrscheinlich. Auch sehr gut zu sehen, übersichtlich, klar, deutlich. Und hier unten wahrscheinlich dann die Einträge zu sehen. Datum zum Rechner und alles das, was man auch so braucht. Anwendung, das ist interessant für uns. Gehen wir mal da rein, gucken wir mal, was da ist. Gut. Der Navigator. LG wird sicherlich noch seinen eigenen World, Ape World oder Ape Store rausbringen, je nachdem, wie die das nennen. In Korea gibt es das schon. Und schauen wir mal, wann es in Europa gibt. Einstellung. Wir wollten doch einmal noch das Internet testen, indem wir. Ja. Auf Foto von Live klicken. Dann geben wir doch mal eine Adresse ein. Vibriert schon wieder jedes Mal, wenn die Tastatur hochfährt. Und geben dann mal hier als Adresse, wie wir es kennen, unsere Seite ein. Und gucken mal, wie die geladen wird. Hier unten zeigt er nochmal die Präfixen an, DE, Development, je nachdem. Eigentlich ganz cool. Wir sagen mal verbinden. Jetzt macht er so automatisch Hochmodus.
dauert recht lange. Mit der Tastatur muss man sich anfreunden oder nicht. Wie gesagt, ist ziemlich klein für meine Finger. Und verbinden tut es auch recht lange. Wir versuchen es nochmal und gehen diesmal auf unsere Seite oder gehen jetzt mal auf Google, damit ihr das sehen könnt. Da schlägt auch schon Google vor. Das könnt ihr jetzt hoffentlich sehen. Ich gehe mal .de ein. Irgendwie verbindet er, doch, da verbindet er auch schon Google im horizontalen Modus. Mal gucken, ob er schwenkt. Macht er nicht. Zeigen wir mal, wie das Internet so ist, ungefähr, so dass ihr ein Bild davon habt. Genau, also ganz normales Internet halt, wird angezeigt, das mobile Internet für Handys. Jetzt schwenkt er auch mit. Hier habt ihr noch ein bisschen besseres Bild. Recht schwer zu sehen, das Display glänzt unheimlich stark. Ja, großartig gibt es wie gesagt nicht zu sagen. Funktioniert halt. Man muss sich wie gesagt nur mit der Tastatur anfreunden. Und dann ist es gar kein Problem. Wir gucken uns noch ein paar weitere Funktionen an. Was haben wir noch hier? Anwendungen, Extras. Die ganz normalen Funktionen halt. Der Navigator von Vodafone, das ist was ganz anderes. Ansonsten das Telefon hat einen GPS. Navigator würde dann funktionieren mit einem Datentarif, was man bei Vodafone noch zubuchen müsste. Genau kenne ich mich da auch nicht aus. Jedenfalls kostet so eine Option zwischen 5 Euro. Ansonsten haben wir wie gesagt unser Kontakt doch. Die Schnellzugriffe. Ein kleines, leichtes Smartphone halt mit eingeschränkten Funktionen, was jetzt zwar nicht gegenspricht, aber jemand, der auf Applikationen nicht verzichten möchte, der sollte sich doch noch vielleicht umschauen. Das reicht dann für Telefonie, Internet, Navigation, Messaging. Das war's von uns, so ein kurzes Video erstmal vom LG. Ich hoffe, das Video hat euch wie gesagt gefallen. Falls ihr Fragen habt, schreibt einfach rein. Das Foto veröffentliche ich hier nochmal. Und